Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum aktuellen Devisen-Radar. Hätte ich was gesagt zum aktuellen JFD Live Trading vom heutigen Tag. Wir hatten heute beim Devisenradar schon den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Fokus, der sich hier weiter schön nach oben schraubt. Wir sehen heute hier auch auf der Top- und Flop-Liste der Top 15 FX-Paare hier die Yen-Pairs ganz klar nach vorn, nach oben ausgerichtet. Und das ist auch ein Grund, warum wir auf dem Devisenradar schon angekündigt, wir am Nachmittag hier dann auch nochmal die Yen-Pairs in eine größere Beschau nehmen wollen. Deswegen wollen wir jetzt nicht weiter auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen oder anderen Währungspaaren eingehen, sondern uns vielmehr hier dem Cable zuwenden, der denn hier 10:30 Uhr, wie gesagt, etwas Hektik erfuhr. Es gab hier Daten zur Industrieproduktion von Dezember, dann noch Erzeugerdaten auch aus dem produzierenden Gewerbe. Und ja, das waren Daten, die sind hier schlecht ausgefallen durch die Bank. Und wir sehen hier, was das Cable in so einer Phase macht. Hier ist die Kerze von 10 bis 11 Uhr. Hier die 10 Uhr Kerze hat es hier ordentlich nach unten erwischt sozusagen. Und die News sind dementsprechend negativ vom Markt aufgenommen worden. Was entscheidend ist mit Betrachtung des Stundencharts, dass wir hier jetzt diesen Supportbereich um 1,5210, 1,5015 unterschritten haben. Da sind wir jetzt gerade dran, wieder den zurückzuerobern. Das wird ganz spannend, denn wir hatten auch hier heute während des laufenden Tages schon eine positive Fuzzy- und Vektorlogik herausanalysiert aus dem Markt, die hier eben mutmaßte, dass wenn es zu einem neuen Tageshoch kommt, hier der Markt durchaus weitere Aufwärtschancen hat. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz den Chart dazu, den Analysechart von der Fuzzy-Vektorlogik. Das war dieser hier auch im Stundenchart-Intervall. Ein bisschen kleiner. So. Auch im Stundenchart-Intervall. Und hier hatten wir eben diesen kurzfristigen Aufwärtstrend, das 38er Fibonacci-Level und eben diese positiven Pattern auf Tagesbasis, die hier eine bullische Sequenz haben, angedeutet. Also hier im Prinzip oberhalb eines neuen Tageshochs weiter aufwärts in Richtung 1,53 plus. Ja, die News haben das ganze technische Bild umgeworfen, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja grundsätzlich, und auch das hatten wir schon angedeutet, in der Analyse zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, dass wir heute hier am Dienstag einen ganz klar bullischen Tag haben, sowohl während der 52-Wochen-Tendenz als auch im Overall View, also während der letzten 15 Jahre. Ja, das wurde erstmal ein Stück weit relativiert. Wir sind durchgebrochen, aber was jetzt auffällt, und darum ist es sehr, sehr interessant, wir versuchen uns hier gerade an einem Comeback. Auch der Euro hatte bis vor kurzem neues Tagestief gemacht, 70 Pips bislang gelaufen nach unten und das britische Pfund ähnliches vollzogen. Und jetzt sieht es so aus, als würde hier eine technische Gegenreaktion laufen. Was man jetzt machen kann, da gehen wir jetzt direkt nochmal in den Analyse-Chart hier von Guidance. Man muss jetzt abwarten, wie das Paar sich hier in diesem gebrochenen Widerstandsbereich verhält. Wir haben jetzt hier diese einste Unterstützung als Widerstandszone. Und sofern der Preis es jetzt hier eben nicht schafft, über 1,5215 sich zu etablieren, dann spricht grundsätzlich viel dafür, dass wir weitere Tiefs sehen. Und das könnte sich dann hier ja, einerseits anhand der Fibonacci-Levels oder aber andererseits an der Hand dieser Pivot-Punkte hier in der entsprechenden fallenden Notierung Richtung 1,5157 darstellen, Schrägstrich 1,5115, wenn sich das Ganze noch ausdehnt. Wir haben heute auch aus den USA am Nachmittag eine ganze Reihe an Daten. Da ist jetzt keine so monströs wichtig, dass man sagen könnte, der Markt wird jetzt hier mega beeinflusst, aber es kommt im Stundentakt doch die ein oder andere News aus den USA, die hier sicherlich die US-Dollar-Pairs, also die Währung, die in US-Dollar gehandelt werden, hier beeinflussen dürften. Beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar gilt hier aktuell abzuwarten, was passiert. Wenn wir wirklich uns hier zurückarbeiten, also das hier praktisch ähnlich wie hier am Vortag ein Fake war, diese Unterstützung zu brechen, also wir praktisch jetzt hier wieder nach oben drehen, dann muss man ganz klar unterstellen, dass das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar aufgrund dessen, dass wir auch noch keine volle Tagesrange abgearbeitet haben. Wir sind bislang 54 Pips gelaufen. Das Paar selber hat hier eine durchschnittliche Range, die bewegt sich im Schnitt um die 95 bis 100 Pips. Das heißt, hier kann 50 Pips nach oben noch was gehen. Wenn wir hier ein Comeback feiern und dann doch über 1,5250 rausziehen sollten, dann muss man sagen, und da ziehe ich direkt das Bild der Fuzzy-Logik mal rüber, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier die statistische Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite haben. Und die sagt eben hier, sehr schön zu sehen, und das Bild groß, hier in diesem Bereich, dass wir hier eine sehr, sehr positive Patternzählung haben. Hier 17 Mal mit einer Trefferquote von 70, knapp 71, 70% und sogar 200
Pattern-Erscheinungen mit einer Trefferquote von 62%, die dann eben hier diese Tageshochs im Bereich von 1,53 zulassen würden. Aber das, wie gesagt, einzig nur, wenn wir wirklich ein neues Tageshoch machen und eben hier diese jetzt scheinbar gebrochene Unterstützung aufgrund der News tatsächlich zurückerobern können. Bleiben wir unterhalb dessen, muss man weiter fallende Preise akzeptieren. Aber es sieht aktuell so aus, als wäre der Markt hier tatsächlich in einer Möglichkeit, hier einen neuen Aufwärtsimpuls zu vollziehen. So, um das Ganze abschließend jetzt noch rund zu machen, will ich Ihnen mal die Intraday-Fuzzy-Logik zeigen, die sich hier anhand der Stundenintervallkerzen darstellt zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, und die zeigt im Prinzip jetzt einen zähen Seitwärtslauf an. Also es gilt folglich, wenn wir jetzt hier bei 1,5210, 1,22, 1,5215 scheitern, dann durchaus neue Tagestiefs einkalkulieren. Stabilisieren wir uns hier drüben, dann muss man klar sehen, wenn wir hier ein neues Tageshoch machen, erst dann wäre man hier klar auf der bullischen Seite. Ansonsten eher seitwärts, abwärts gerichtet, das Bild ohne große Power nach oben. Wie gesagt, wird ein spannender Tag. Wir werden sehen, ob wir uns am Nachmittag nochmal live reinschalten hier zu den ein oder anderen News aus den USA. Ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle danke fürs Einschalten und wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag. In diesem Sinne, auf bald, Ihr Christian.